Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute zeige ich euch meinen Turbo Knoblauch Ciabatta vom Discounter. Alle Zutaten kriegt ihr beim Discounter, deutlich leckerer als die fertig gekauften beim Discounter. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alles was ich brauche, habe ich schon mal rausgelegt hier. Ich brauche ein Aufback Ciabatta, was wir benutzen werden. Ich brauche Mozzarella, Knoblauch, Petersilie, Olivenöl, Pfeffer ein bisschen und wenn ihr habt, so einen Pürierstab, am besten noch mit so einem Blender unten drauf, mit dem ihr die Masse herstellen könnt. Und da können wir auch schon loslegen. Die Zubereitung ist echt denkbar einfach, eben Turbo. Wir geben einfach das Olivenöl hier unten in den Mixbehälter. Und das brauchen wir auch, die 200 Milliliter, wir brauchen schon ein bisschen Flüssigkeit, hier ein bisschen Öl. Dann geben wir in das Olivenöl zunächst die Petersilie rein. Die Reihenfolge ist völlig wurscht, ihr könnt es andersrum machen. Also Petersilie, Knoblauch und das Ganze pfeffern wir ordentlich. Salz mache ich nicht mehr rein, ist genug im Mozzarella, im Käse. Und jetzt können wir auch schon den Deckel aufsetzen hier von meinem kleinen Blender, mein Pürierstab und jetzt pürieren wir das Ganze schön durch hier, bis das eine homogene, glatte Masse ist. Und danach seht ihr auch hier, jetzt ist das hier einheitlich. Petersilie, Knoblauch sind schön im Öl aufgelöst. Als nächstes schneiden wir unser Ciabatta. Vorsichtig, das ist relativ krümelig, bröselig, wenn es noch nicht gebacken ist. Also seid vorsichtig, einmal längs. Und wenn wir das hier durchgeschnitten haben, dann klappen wir das auf. Und dann bestreichen wir unser Ciabatta jetzt hier mit der Öl-Knoblauch-Petersilie-Mischung. Sieht schon ganz gut. Und passt auf, dass ihr möglichst die gesamte Oberfläche erwischt. Also keine leeren Stellen lasst, die verbrennen sonst hinterher. Also alles verteilen. Wir brauchen wirklich die gesamte Flüssigkeit. So lange, bis wir eben keine weiße Stelle mehr haben hier auf dem Ciabatta. Und wenn wir die gesamte Flüssigkeit verteilt haben, klappen wir das Brot wieder zusammen. Und geben das jetzt in den auf 200 Grad, 180 bis 200 Grad vorgeheizten Backofen. Und jetzt backen wir das 5 Minuten jeweils von jeder Seite, drehen einmal um. Und nach 10 Minuten klappen wir das Brot vorsichtig wieder auf, verbrennt euch nicht oder holt es raus. Und jetzt bestreue ich eben beide Seiten hier mit dem Mozzarella. Auch hier passe ich auf, dass ich möglichst wieder die gesamte Fläche bedecke, also keine Lücken lasse, weil da sonst das Brot schnell schwarz wird. Also schön verteilen und dann geht es nochmal in den Ofen, höchstens 10 Minuten, mehr brauchen wir nicht mehr. Und das war es auch schon mit unserem Turbo Knoblauch Ciabatta. Sieht lecker aus, riecht total lecker und wenn wir es jetzt anschneiden hier, dann sieht man eben auch bei dem Ciabatta, das ist richtig kross. Und wenn ihr jetzt hier auf die Schnittkante mal schaut, dann seht ihr auch, es ist alles gut durchgezogen, nicht wie bei den fertig gekauften, in der Mitte klitschig, außen hart. Oh, also super Sache, das Turbo Knoblauch Ciabatta hier. Ich denke, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.